Hallo und herzlich willkommen zurück zu KSL Ultimate Modpack mit Lox, Sota, Mir, Orca und Spackmann. Neue Runde, neues Glück. Ja, ich gehe wieder mal in die Höhle. Und ich wechsle wieder auf die Höhle. Was wollte ich jetzt machen? Baby-Zombie! Ich dachte, Baby-Zombie. Dann such dir einen. Hä? Baby-Zombie mit Breitschwert. Wie transportiere ich den Tank? Du musst ihn abbauen. Ja, den muss dann den Sichelhammer abbauen. Dann warte. Mit was muss man den abbauen? Wrench. Such mal nach der ID. Sledgehammer. Sledgehammer brauchst du. Achso. 20257. Cool. Ist das euch schon aufgefallen? Ja, oder Omni-Wrench. Tota? Stimmt. Geh mal in diese Crafting-Table rein. Ja. Sag mal, was du da siehst. Ja, die Kiste. Ich weiß. Ja. Aber wenn du versuchst, etwas aus der Kiste zu nehmen, während du im Crafting-Fenster bist, fliegt es erstmal nicht vor dir auf den Boden, hä? Nein, es funktioniert. Seit wann geht das? Ja, das ist... Wusste ich auch noch nicht. Cool. Geht schon immer. Das ist eine Crafting-Station und kein Crafting-Table. Deswegen geht das. Ne? Ich wusste zwar, dass es Crafting-Stations gibt, aber ich wusste nicht, dass die auch auf die Kisten in der Umgebung zugreifen. Oh. Das können die. Das ist... Voll toll. Super geil. Super geil. Nee, das passt irgendwie nicht. Das muss tiefer. Falls wir Gummibäume brauchen von Industrial Craft, hinter dem Schneegebiet ist ein Sumpf. Schön. Wir haben hier sogar welche in der Nähe gehabt. Also, das Feld. Das Feld. Apropos, dann gibt's ja auch die ganzen Algen hier wieder. Algen? Ja, das ist ein Gestrüpp und wenn du das schlägst, bist du vergiftet. Gestrüpp? Nein. Also, okay. Irgendwie nicht. Es gibt so beigefarbenes Gestrüpp. Das ist von Biomes of Plenty. Wenn du das schlägst, bist du vergiftet. Ach, Perry. Nee, ich rede von was anderem. Das sind Algen, die im Sumpf auf dem Wasser schwimmen. Das sind Seeblätter. Lilliput. Es gibt Seerosen und es gibt diese Algen. Hä? Warte. Ich brauch auch mal eine Fledermaus. Au. Unten war gerade eine. Such mal nach der ID 3175, dann weißt du, was ich meine. Tja, die hätte ich gern, aber die ist schon vergeben. Alter, kann mal hier wer die Decke weghauen? Doing, 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 doing. So, da will als Dings rumlaufen. Danke. Oh, Schock! Alter, Scheiße. Was macht denn die da oben schon wieder? Kommt ein Creeper rein, oder was? Jetzt musst du das mit dem... Nein, du musst das wieder umfüllen mit dem Eimer. Du kannst es nicht anschließen. Kommt ein Creeper in die Tür, oder wie? Nicht zu viel. Sonst ist es nämlich gleich vor deinen Füßen und du brennst. Geld. Ey, da ist Sulfur, Sulfid, was ist das? Salpeter. Sulfur, Sulfid, Salpeter, okay. Entscheide dich. Es ist, Salpeter. Ich hab mich entschieden. Sehr schön. Was mir auffällt. Ich bin stolz auf dich. Irgendwo zwischen Höhe 0, also zwischen Höhe 2 und 11 muss auf jeden Fall das mit den Dias sein. Wir haben ja Flat Bedrock, deswegen sind die weiter unten. Nicht immer. Nicht immer, aber die meisten. Kesselright Ore, das leider. Zeugs ist ja überall. Aber warte mal, das war ja doch eine Fledermaus. Wo ist sie hin? Du Sau! Hallo? Fledermaus! Meins! Hast du jetzt? Yep. Weil die wäre nochmal eine. Meins? Ach scheiße, ich muss hier nicht da lang. Och, das ist ja gemein. Ein Schwein kommt aber nicht aus der Tür. Was? Schwein? Das Ding zwei breit oder was? Keine Ahnung. Ich komme nicht aus der Tür raus. Scheiße, wo gehst du denn hier nochmal hoch? Du schwebst doch irgendwie in der Tür. Ist ja gemein. Ich hab doch auch ein Schwein. Moment. Scheiße, wo ging's denn hier nochmal raus? Da oben. Ah, hier. Dann kannst du Schwein hier raus. Salpeter. Mensch, ich kam vorhin. Tatsache. Hallo? Komm hey, hier ist Eisen. Obwohl die Tür offen ist, komme ich hier nicht immer raus. Ja. Ich komme auch nicht rein. Letzter. Ist die Tür schon wieder so am rumwagen wie im anderen LP? Ich bin rausgekommen. Ich habe ein Problem. Und? Ich wollte nie meinen gehen. Ich weiß auch wieso. Ah, das ist die Treppe. Ich verlauf mich. Wie bist du da jetzt rausgekommen? Endlich. Er hat sich doch gebackt. Hat er doch gesagt. Scheiße, ich komme aber nicht rein.
Nein, ich komm nicht rein! Karten, steck mir deinen Hintern nicht so ins Gesicht. Das hast du auch gemacht, ganz wahrscheinlich. Ich komme nicht rein. Nein, ich auch nicht. Wieso nicht? Liegt das vielleicht an den Büschen? Jetzt? Ach so. Nein. Kann mir mal kurz jemanden Tinkers Werkzeug mit Glück drauf machen? Nein. Ich glaube, das müssen wir ja genug haben. Nein. Dann kann ich nämlich schon ein paar Dias mitbringen. Nein. Ach so. Musst du die holen? Ja, ich bin gerade unterwegs zurück. Aber das ist dann voll die Verschwendung eigentlich. Eine Steinpickaxe mit Glück verzaubern? Nein, Eisen. Eisenpickaxe. Muss es ja sonst sein. Weil nee, dann mach lieber Bronze. Bronze ist, glaube ich, noch besser, oder? Es gab doch irgendein Rezept mit Kohle und Eisenstahl. Aber wie war das? Ach so, das geht ja nicht hier. Man kann doch irgendwie Stahl... Man kann Stahl herstellen, ja. Ja, nee, ich meine aber nicht das von Railcraft mit dem riesigen Tank, sondern es gibt noch ein anderes Rezept. Huch, wann bin ich eigentlich hier? Kohle und Eisen nee, man kann auch mit dem Railcraft-Ofen ziemlich leicht Stahl herstellen. Electrical Steel. Steel. Logo Steel. Steel Dust. Hm. Ah, genau. 4 Kohle und 1 Eisen. Perfekt. Dann machen wir eine Stahlpicke, weil Stahl ist so ziemlich das Beste von dem, was wir jetzt im Moment haben. Ben, boah, steht halt alle im Weg rum. Tatsache. Cool. Eins für den Kopf. Und wie geil, ich brauche nur von der Schlucht ausgehen. Geil, ich brauche nur durch die Schlucht danach schwimmen. Dann gehe ich wieder in meinen Gang rein. Alter, steht doch nicht alle im Weg rum. Ich will hier was Maulmechheit machen, ja. Brennen. Gottes Willen. Maulmechheit von der Seite an, ja. Mein Lok stand im Weg. Ich bin klein, ich will das. Haha, ich wollte schon was sagen. Warst du überhaupt hier? Ja. Macht mal jemand bitte eine Ingot-Form. Ja, Gold. Creeper im Haus. Haben wir doch. Ja, da brauchst du 2 Gold für. Warum schmeißt du es da nicht rein? Bitte sag nicht, dass da schon was drin ist. Kobbel. Nein! Warte, ich mach mal schnell. Dann mach mir bitte einen großen. Wow. Ich mach mal schnell den Ingot. Achso. Nee, ich geh doch lieber nur als Creeper raus. Wieso greift mich die Spinne hier an? Weil... Hallo! Die Spinnen triggern einen irgendwie immer. Ja. Warum? Nimmst du mal bitte das restliche Eisen daraus? Und das Kupfer, bevor Machen alles spilzt? Mach den großen, dass wir Blöcke abfüllen können. Bitte, danke. Du bist so vorschnell, immer und so, immer die Fledermaus wieder. Schwebt hier oben. Ich habe keinen Glauben mehr. Die er es gefunden hat. Doch, jetzt kann ich ihn nicht besser. Soll ich das Kupfer da rausnehmen, weil wir haben so viele Eisenblöcke da gerade drin? Ja, nimm mal bitte das Zeugs, was da jetzt noch schmelzen möchte, raus. Wir brauchen doch erstmal eine Ingot-Form. Vor allen Dingen, da werden garantiert Ingots übrig bleiben. Und die kriegen wir dann nicht raus. Achso, warte mal, ich hab doch den Tank. Du kannst, mach doch Blöcke draus. Nee, den Tank. 180 ist doch 9 teilbar, also hast du 20 Blöcke. Wenn da jetzt nichts weiter einschmilzt? Nö, ich hab grad alles rausgenommen. Gut. Ja, notfalls Tank. Da kann man das flüssig abfüllen. Hier funktioniert das auch so, wie ich es dir gezeigt hatte, Karten. Mit Fluid Duct. Nein. Ja. Achso, ja, das auch. Fluid. Mhm. Stehen wir alle hier draußen. Ich pack die Koppel mal in die Kiste mit den Dings da oben drüber. Das sind nämlich ein paar viele Koppel inzwischen. Nee. Ich wollte mir eigentlich nicht. Stein. Alter, wie ich andauernd Erbsen mitbringe. Ohne Ende. Ja, das wird dann in dieser Aufnahme nichts mehr, das heißt, ich kann das Gold auch wieder zurückbringen. Lock's mit seinem Computerprogramm. Soll ich mir sonst ein Dings Steinhacke mit Glück machen, das nicht schnell genug mehr geht mit der Hacke? Wir haben doch bald, wir haben Stahl irgendwo gehabt. Wir haben Haben. Ah, hier, Stahl. Ja, ich müsste jetzt halt warten, bis der Tank frei ist. Hm. Also, das dauert. Ich geh nochmal meine. Au. Achso, ich hab Hunger. Jetzt weiß ich, warum ich gerade Schaden krieg. Ich
könnte eigentlich nochmal runtergehen. Ah, da hat er Essen gefunden. Da sind Äpfel. Ah, danke. Hä? Wir hatten die jetzt eingesammelt. Ich nicht. Loks. Die Äpfel. Äpfel 100. Danke. Ich glaube, das ist ein Essensmagnet. Oh, Essen. Sofort aufgesaugt. Irgendwie. So, pack ich noch ein paar Saphire dazu. Oh, man, ich immer wieder durch die Gegend. Ich habe immer noch zwei Hämmer. Ich bediene mich mal wieder an den Blueberries. Ich fülle ja wenigstens halbes auf. Haben wir noch sehr Stone da? Ich kann jetzt meine Smelterin machen. Nee, so viel haben wir nicht mehr. What the f. Da ist viel Eisen drin. Nicht reinfallen, gell? Tödlich. Ja, das stimmt. Auch gut. Zombie und Creeper gucken zusammen in die Smeltery. Ein Gemeinschaftsprojekt nennt man das. Ja, und dann ist der Zombie hinterhältig und schubst den Creeper rein. Ah. Wie man es von den Creepern kennt. Das würde ich doch nicht tun. Nee, von Zombies kennen. Ah. Hä? Warte mal, das sind zwar keine 450 Lapis, aber es müsste trotzdem nur 2 circa werden. Es reicht knapp 420. Wann habe ich die Spinne getötet? Ach stimmt, vorhin habe ich die Spinne getötet. Spinne! Die mich angegriffen hat. Ja. Creeper. Weißt du, ist geil, du kannst einen Creeper töten, ohne dass er explodiert. So, jetzt ist hier wieder der Angry Zombie auch. Hi. Und wenn dann irgendwann in 3 Folgen der... Irgendwann in 3 Folgen? Ja, die Smeltery hier leer ist, kann ich dann auch deine Form machen. Beziehungsweise dann mache ich erstmal sämtliche Formen, die wir brauchen, bevor du damit das großen Schmelzerei anfängst. Ja, ich wollte gerade einen Ingot-Form machen. Ja gut, Ingot brauchen wir nicht, wenn es durch 9 teilbar ist, was es ist. Ja, aber besser ist es. Weißt du, wenig ist dann schon. Ja, das brauchen wir auch. Und wir brauchen halt auch die Köpfe, Pickaxe und so weiter. Sonst kann ich zum Beispiel keine Steel-Pickaxe machen. Und wer macht Saubkraft? Ich nicht. Logs. Ich nicht. Ich nicht. Schön. Damit wäre das geklärt. Wir brauchen eine zweite Erzkiste. Die ist voll. Tja. Achso, stimmt ja. Die Erzkiste ist voll. Habe ich vorhin auch schon gemerkt. Ja. Richtig, voll. Da kommt ein Creeper rein. Ach, hier habe ich mich verbaut, jetzt da. Nee. Was macht man mit diesem Crystal? Da ist noch eine Kiste. Dieses Crystal-Zeug, was macht man damit? Ach, die Kalzit-Crystals und so, das, die Kalzit-Dinger. Macht man zu Blöcken. Insgesamt solltet ihr die Usage-Funktion nicht nutzen. Und dann schon wieder. Ja, wir brauchen sie ja auch nicht. Damit kann man zusammen mit Gammelfleisch irgendwie Leder herstellen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Oder Blöcke. Mit diesem Kalzit-Crystal. Aus dem Gammelfleisch. Machen die Orga. Nein, aber da machen wir gerade Essen draus. Ja, kannst du ja später machen. Wenn du die Monsterfarm dann hast. Wachset. Kann man die auch wieder zurück machen? Nein. Okay. Was bin ich gerade? Ach, ein Zombie. Das vergisst man irgendwie mit der Zeit. Was bin ich jetzt eigentlich nochmal? Ich hab den Creeper-Fuß im Gesicht, also ich weiß, was ich bin. Im Gesicht. Ja. Draußen kann man mal das Feld ernten. Nö. Kann man das? Nein. Doch. Nö. Kann man nicht. Eiskalt nur. Nö. Aber nö. Wann ist die Folge zu Ende? Ach so. Danke. Bitte. Ich wusste nämlich nicht mehr, was ich tun sollte.
Oh. Du hättest das Feld ernten können. Nee. Nö. Einfach nö. Gut, dann komme ich wieder zurück. Und ich muss mal kurz meinen Launcher abwarten. Nur zur Info, der Ofen ist fertig. Gut. Ab jetzt lässt ihn bitte in Ruhe. Nein. War nicht. Ich glaube, er hat schon wieder was reingeworfen. Nö, ich habe den Computer ausgeschaltet. Nö. Ach so. Einfach nö. Ich kann eher gerne noch das restliche Eisen reinschmeißen. Nein. Du brauchst doch ein Casting-Table, das weißt du schon, Lux. Nein. Ach, da ist es ja. Wir haben eins, wir haben nur noch keine Ingot-Form. Mach ich gerade. Ah, fuck, es ist hell. Ja, tja. Baby-Zombie, bevor du gewinnst. Oder Creeper. Oder Creeper, genau. Als Schwein kommst du nicht durch die Tür. Achso, scheiße, ich da war ja gerade was. Da ist so da jetzt die dritte, die es feststellt. Nein, es ist Lox, der da als Schwein rumrennt. Achso. Lass mich durch. Dann ist ein Schwein wahrscheinlich genau eins breit und da eine Tür nur mal an der Innenseite des Blockes liegt, kommt dann der... Dann ist ein Spieler praktisch kleiner als ein Block. Er ist nicht so breit. Rank und schlank sind wir. Natürlich. Dann sind die Zombies aber auch nicht so breit. Und warum flog ich jetzt gerade als wütender Zombie durch die Luft? Hä? Die Logik versteht man nicht. Ich bin wieder normal. Dito. Ich konnte mich nämlich gerade irgendwie Dito. Wie Dito. Creative Dito. Durch die Luft bewegen. Dito. Dito. Ein Angry Zombie. Was tust du da? Angry Zombie schlagen. Baby Zombie. Superman Zombie. Guck mal, weil er die Fäuste über vorne hat. Da. Ach, wenn du so crouching. Ich hab kein Eisen. Hä? Was? Nein, die Ingot-Form. Nee. Die ist in der Kiste. Hä? Mädels? Die wurde noch gar nicht gegossen. Die war doch fertig, die hast du rausgezogen schon. Nein. Hört ihr mich schon wieder nicht? Oder du müsstest erstmal gießen drücken. Achso. Die wollen bloß nicht. Die jetzt. Wollen nicht, nein, sie machen jetzt noch die Ingot. So war's doch vorhin aus. Kannst die Form gleich reinlegen, anstatt sie mitzunehmen. Ah, nee. Ja. So, da macht ihr Schwert an, Ort. Hast du gerade das Schwert kaputt gemacht? Ja. Okay. Hier, Schaufel. Schaufel am Kopf, ja. Da, siehst du, ich hab ihn zurückverwandt. Verdammt, doch nicht. Wie lange brauchen Ingrid, bis es fertig gegossen ist? Warte, ich hab noch eine Schaufel. Angry Zombie brennt. Angry Zombie brennt. Ja. Ich hab nicht umsonst Wassereimer dabei. So, ab ins Haus. What the fuck? Spinni. Können wir uns alle zurückverwandeln und die Folge beenden? Ach, jetzt auf einmal. Ach, der Bette hier ist fertig. Achso, ja dann. Ja, scheiße, ich hab nichts mehr zu essen. Ja, das sagst du jedes Mal. Ich verhungere. Paco? Ja? Wo bist du? Ich stehe neben Kaden. Die werden verhungere. Gehen wir rein oder wollen wir draußen aufhören? Ganz schönes Wetter. Guck mal, Himmel. Wolken. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Wenn wir alle in den Himmel schauen. Tschüss. Tschüss.